Guten Tag. Und willkommen zurück bei Dave the Diver. Den Vortrag habe ich schon erledigt. Und ich habe ein wenig das eingesammelt, was ich brauche für das eine Rezept. Also Dickkopf, Makrele, atlantische Makrele und ein bisschen Weizen. Und Eier habe ich, naja gut, Eier anbauen. Wird schwierig, aber Weizen habe ich angebaut. Ja, dann können wir eigentlich, ein bisschen Geld haben wir theoretisch, zum Seevolk erstmal. Das ist das Erste. Damit wir in der Main Story weiterkommen. Ich glaube, wir sind relativ nah am Siedepunkt. Wenn ich so ausdrücken will. Also wir sind kurz vorm Ende. Es sind neue Seegrassamen verfügbar. Okay, gut, dann gehen wir erstmal ganz kurz ernten. Also, ernten wahrscheinlich nicht. Wir werden es einfach nur abholen. Ernten wird der Kollege. Wo war er? Ach da, da ist er. Hallo. So, ausgewachsen. Na dann. Merci. Ja, ich habe keine Samen. Die müsste ich theoretisch wieder vorne kaufen. Aber no. Sehe ich nicht. Kurz überlegen. Ja, die rennen. Ich hätte gerne noch die richtig guten Seepferdchen. Also es gibt ja noch zwei, die wir gar nicht kennen. Und das sollten dann die High-Class-Seepferdchen sein. Ja, ansonsten haben wir erstmal nicht viel zu tun. Stehen keine Events an. Und auch sonst ist gerade eigentlich, ja, ein bisschen Verwaltung angesagt. Also mal gucken, was jetzt hier die Hauptstory bringt. Ob wir vielleicht in diese komischen, warmen Gefilde kommen. So warm? Was machst du hier? Liest du ein Buch? Ah, du bist überrascht. Meine scharfen analytischen Fähigkeiten kommen von den Büchern, die ich lese. Oh, es ist lange her, Mensch. Ich habe Bücher sortiert. Wie kann ich dir helfen? Kannst du einen Blick auf dieses Foto werfen? Es schaut wie ein alter Zauber aus, aber ich verstehe nicht, was er bedeutet. Ich kann es in etwa verstehen. Wo befindet sich diese Steinplatte? Vor einer großen geschlossenen Tür im Gletscherbereich. So, dem Buch nach gibt es drei große Türen im Gletscherbereich. Und hinter diesen Türen befindet sich ein Schalter, der zum Kontrollraum des göttlichen Baums führt. Ich habe es analysiert und festgestellt, dass die Erdbeben durch den Kontrollraum des göttlichen Baums verursacht werden. Aktiviere alle Schalter und du wirst den Kontrollraum des göttlichen Baums betreten können. Das wird nicht einfach sein. Wie soll ich die große Tür nur öffnen? In der Literatur, die ich habe, da stand etwas darüber. Mal sehen. Hier ist es. Man muss einen Zauber sprechen, um die Tür zu öffnen. Aber ich spreche nicht die Sprache des Seevolks. Oh, natürlich nicht. Dann, warum bringst du da nicht Suwam mit? Suwam, sagst du? Mensch, kannst du auch nichts ohne mich machen? Naja, es scheint, dass du in Schwierigkeiten steckst. Ich reiche dir diesmal eine Hand. Oh, ich bin mir nicht sicher. Viel Glück, Suwam. Möge König Longs Schutz mit dir sein. Mach dir keine Sorgen um mich. Führe den Weg, Mensch. Oh, düsen wir direkt dahin? Also, wahrscheinlich. Nicht, dass wir noch auf dem Weg auf irgendeinen Hai treffen, der uns alle tötet. Ach ja, da sind wir ja schon. Das muss die Tür sein. Naja, ich sollte den Zauber sprechen, den Yamo mir gezeigt hat. Schau zu und lerne, Mensch. Na, dann zeig ich mal. Cool. Wow, die Tür hat sich wirklich geöffnet. Ich bin beeindruckt, super. Haha, endlich bist du meiner Größe bewusst. Du sagtest, es sei ein Zauber, aber du musstest auch tanzen, um sie zu öffnen. Oh, das. Ich musste tanzen, um im Takt zu bleiben. Ich verstehe. Sollen wir rein und es uns ansehen, super? Oh, meine Hüfte tut weh vom Tanzen. Leider musst du heute alleine gehen, Mensch. Jo, trotzdem danke. Oh, was bist du denn? Eiskanone. That's a new one. Wow, eine eiskalte Waffe, die alles einfrieren kann. Hier läuft ein Schauer. Ich glaube, den Rücken runter oder so. Boah, 20 Schuss? Ich teste einfach mal ganz kurz. Alter.
Okay, friert der Fisch jetzt ein? Alter, wir sollen diesen Fisch bolzen. Okay, ich kann ihn mit dem Messer dann einfach hier so ein bisschen aufschlitzen. Aber sonst bringt das gar nichts. Oh. Hör auf zu schwimmen. Alter, wie fällt denn dieser Fisch aus? Okay, das bringt sogar nur einen. Ja, gut, dann komm. Aber wir haben immer den Blueprint, also den ersten. Dann können wir... Ja, den nehme ich gern mit. Hoffentlich nach und nach die anderen Teile dafür finden. So. Gut. Wir folgen der Main Story. Jo. Ich befürchte, wir müssen einige Rätsel wieder lösen. Gut, waren ja bis jetzt alle relativ simpel. Es muss drin einen Schalter geben, um den Kontrollraum des göttlichen Baums im Inneren zu bedienen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Passage schwierig sein wird, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss vorsichtig sein. Jo. Okay, ach, hier haben wir nochmal Sauerstoff. Untersuche die Höhle. Ein Teil dieses rotierenden Geräts blockiert meinen Weg. Ich glaube, ich kann es alleine starten. Ich glaube, dieses Eis ist nicht richtig. Aber okay. Oh, das Gerät funktioniert und die Pfähle begannen sich zu bewegen. Ich muss ihn ausweichen. Eine Jadem. Passage da unten ist von Eis blockiert. Alter, what? Ich sollte etwas mit diesem rotierenden Gerät machen. Ah ja, okay. Ah, okay, das muss in die Mitte fallen. Wenn ich jetzt das untere auch noch mal so quer lege. Jadeplatte. Müsste eigentlich schon fast funktionieren. Ja, das könnte funktionieren. Sehr gut, das Eis ist gebrochen. Zeit nach unten zu gehen. Ah, das mit den Rätseln gefällt mir. Was ist jetzt los? Achso. Neue... Oh, ich weiß nicht. Kenne ich die alle schon? Oh. Bei dem bin ich mir ein bisschen unsicher, ob ich den kenne. Aber komm. Boah, immer noch nicht. Jetzt aber. Alter. Oh. Der Kollege ist auch neu. Ja, Alaska Seelachs. Boah, das Problem ist halt, meine Harpune ist so unendlich schlecht. Kenne ich. Vor dem habe ich ein bisschen Respekt tatsächlich.
danach nochmal einmal. Oh, immer noch. Jetzt aber. Habe ich den schon mal gefangen? Sehr langsam. Oh, ich weiß nicht, welchen von den beiden ich jetzt schon hatte gerade. Ah, das ist der Eisfisch. Okay. Okay, reicht nicht. Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen fernhalten. Ah, ich muss mein Messer unbedingt upgraden. Damit ich diese Sachen alle bekomme. Gut, also Alaska Seelachs haben wir auch. Welche Fische hatte ich denn noch nicht? T war es nicht, F. Ich habe... Ne, Oberfläche. Hier. Hi. Langer, dünner. So ein Ding. Ja, sehe ich gerade nicht. Noch ein Raum. Das ist eine Statue von König Long, aber sie sieht etwas komisch aus. Die Haltung ist etwas anders als die Art, von die König Long auf dem Wandbild gezeigt wird. Vielleicht bedeutet es, ja, dass ich ihn so hinbiegen muss. So, da haben wir nochmal Sauerstoff. Ja, noch ein Stückchen. Das sieht gut aus. Den Kopf müssen wir auf jeden Fall noch drehen. Ah, den linken Arm, der muss noch hoch. Ah ja, soweit. Jo, perfekt, sehr gut. Ah, okay, ich muss alle drei aktivieren quasi und dann öffnet sich unten dieses, was auch immer, Portal. Wow, ist das wirklich die Technologie des alten Seevolks? Erstaunlich. Ich höre Geräusche aus der Ferne. Das muss die erste Vorrichtung sein, die von der Nyamo erzählte. Angst gehabt, dass es lebendig wird. Der Weg nach oben ist nun frei. Ich sollte zurück ins Dorf und Tenzin davon erzählen. Und ich habe Hunger. Cool. Rede mit Tenzin. Sehr geil. So, erster Step erledigt. Wo geht dieses Ding eigentlich hin? Achso, okay, das hat tatsächlich nur den Weg einfach freigemacht. Ich habe gedacht, der Strahl hat auch noch irgendeine Bedeutung. Aber nein. So, gab's hier... Fucking Oktopus, der greift mich wieder an. Verfatz dich, Alter.
Ich hasse die. Diese Oktopusse. Piss dich. So, Kollege. Okay. Müssen wir mal gucken. Das war... Ja, genau. Den Kollegen hier aus dem Weg gehen. Da müsste der Spiegel sein. Schaufel braucht kein Mensch. Curry nehmen wir gerne mit. Oh, ist hier noch irgendwo ein Seepferdchen? Nee, ne? So, da ist der Spiegel. Gehäuse einer Islandmuschel. Ganz ehrlich, das können wir mal testen. Rote Venus. Oh nein, 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 der hat mich gesehen. Fuck, Alter. Ja. Oh, mit dem letzten Schuss. Oh mein Gott, war das eng. So, warte mal. Die brauche ich auch noch, ne? Nein! Oh, genau dazwischen geballert. Bitter, bitter. Ah, ich weiß, das geht nicht. So, zum Seevolk bitte. Rede mit Tenzin. Gut. Dann wird er uns ja hoffentlich erzählen, wo die anderen beiden... Oh, wo bin ich denn hier? Na gut, ich kann mir dafür Samen schon mal kaufen. Das scheint jetzt... Ach so, genau. Es heißt ja, oder es hieß ja, neue Samen. Das bedeutet, der müsste uns jetzt eigentlich was anbieten. Ich bin froh, dass du auf dem Weg zur Gletscherbereich freigemacht hast. Ich konnte einige Seetang-Samen besorgen. Schau dir diese an. Du kannst sie auf Kubos Farm anbauen. Schwarze. Au, habe ich alles bekommen. Cool. Dann brauche ich noch nicht mal welche kaufen. Dann können wir zwei von denen schon mal einsetzen. Und anschließend gehen wir zu Tenzin. So, hier mal ein bisschen Speed aufnehmen. Sauerstoff ist ja wieder reichlich vorhanden. Boah, diese Haie in der Gletscherzone sind so hardcore. Ich muss unbedingt meine Waffe verbessern und dafür brauche ich Dickkopfmakrelen. Also ich werde wahrscheinlich jetzt immer mal wieder die Vormittage damit verbringen, Dickkopfmakrelen zu sammeln. Das mache ich dann, wie gesagt, immer ohne euch. Ja, ist mir eigentlich egal. Und irgendwann alles hier drauf. Was kostet das nächste eigentlich? 300? Ach, shit. Er braucht noch einen Tag. Naja, gut. Aber wir haben immerhin schon mal die, ja, Sondersachen angebaut. Hallo. Dann zum Palazzo. Entry. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Hallo.
Yamo hat mir die Geschichte erzählt. Der Kontrollraum des göttlichen Baums funktioniert nicht richtig und das verursacht die Erdbeben, ja? Ja, ich muss die drei Schalter betätigen, um den Kontrollraum zu betreten. Ich habe einen bereits aktiviert. Gut gemacht. Es beschämt mich, dass meine Leute sich in dieser Angelegenheit auf dich verlassen müssen. Schäm dich nicht. Die Erdbeben sind auch für uns ein Problem. Achso, das war ich. Ich erinnere mich an etwas, das in einem der antiken Bücher geschrieben stand. Nachdem einige Arbeiter durch Ingenieur Dashes Pläne zu Gardons mutierten, schufen meine Vorfahren Schalter für den Eingang zum Kontrollraum und verteilten sie im Gletscherbereich. Diese Schalter wurden geschaffen, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber sie wurden zu Hindernissen, die den Zugang zum Kontrollraum verhindern. Es ist immer noch kalt, aber die Hitze, die vom Boden kommt, bringt das Eis zum Schmelzen. Vielleicht ist der Kontrollraum überhitzt und bringt die Wassertemperatur zum Steigen. Stabilisiere das Gerät und die Wassertemperatur sollte sich wieder... Stabilisiere das Gerät und die Wassertemperatur sollte sich wieder normalisieren. Entschuldige, dass ich so unhöflich bin, aber bitte beeile dich, bevor unser Ahnenhaus komplett zerstört wird. Es verbleiben zwei Türen, ich werde sie finden. Ja, natürlich. Wer denn sonst, außer ich? Bin ja wieder der Einzige, der hier überhaupt fähig ist, sowas zu machen. Oh, was ist denn jetzt los? Du hast es noch nicht gefunden? Wo hast du gesucht? Ich habe das ganze Dorf durchsucht, aber kein Glück gehabt. Huch, was geht hier vor sich, Ramo? Oh, Dave, ich glaube, der Beluga ist plötzlich verschwunden. Wenn er nicht im Dorf ist, könnte er durch die offene Tür auf die andere Seite der Gletscherpassage gegangen sein. Sie sind neugierig. Ja? Neugierige Tiere, weißt du? Hast du nicht versteckt, Mensch, oder? Ja. Warum sollte ich? In Ordnung, ich werde dir Bescheid geben, wenn ich ihn finde. Danke. Na, Wang, Wang. Was tut ihr? Geht den Beluga suchen. Ja, geht ihr doch in die Gletscherpassage. Ja, super. Das ist nicht die Richtung zur Gletscherpassage. Finde den verschwundenen Beluga, natürlich. Hat noch jemand irgendwas verloren da drüben? Scheibenbäuche. Bis zu 300 Meter? Na gut, wir suchen den Beluga. Oh, warte mal. Kollege, stopp. Nein, nicht da rein in die Wolke. Meine Fresse. Komm schon. Alter. Ich muss meine Harpune unbedingt verbessern. Vampirkalmar. Ach nee, das war für so ein Special-Rezept, ne? Dafür brauchte ich... Oh, fuck you. Bist du tot? Okay, keine Ahnung, ob das Ding tot war. Glaube nicht. So, Photo Point haben wir. Von neuen Regionen. Wie komme ich denn zur Dings unten? Ach, ich hätte einfach nur den Spiegel benutzen müssen oben wieder. Oh, also im Seevolk-Dings. Wie komme ich denn von hier weiter? Ach nee, ich bin ja dem großen Dings ausgewichen die ganze Zeit. Dem fetten Gardon. Ah, stimmt. Das war das Problem. Na gut, okay. Ich düse schon mal wieder zur Gletscherpassage zurück und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Mann, ist das ein langer Tauchgang. Es ist schön. Gut, bis morgen, mein Lieben. Adios.